Derp, 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 derp. So, Kinder, also willkommen zu diesem CSGO Wingman. Das ist leider nur die Aufnahme aus dem Replay, weil ich Depp vergessen habe aufzunehmen, aber ich will die euch einfach nicht vorenthalten, weil das ist das Wingman meines Lebens. Wir haben hier schon angefangen, ich habe ihn direkt hier durch Window, zack, erstmal voll eine durchgedrückt. Vielleicht jetzt nicht mehr, aber trotzdem, das ist der Wingman meines Lebens aus Silber 1. Ich lasse euch das jetzt einfach anschauen, quatsch dann nicht weiter mit rein und ja, melde mich dann gegen Ende nochmal. Noch gerade die zwei Shots, die waren beide schon da ganz unten in der Ecke. Ich habe sie eigentlich mit Cross ja gar nicht mehr gesehen. Ich habe halt nur noch abgedrückt und erwischt sie einfach beide. Hier halt der Aim des Grauens, ich treffe wieder nichts. Die Main-Waffe nicht mehr nachgeladen. Läuft wieder total nicht so, also absolut kein gutes Gameplay und kein gutes Movement. Aber ich lasse ihn trotzdem nicht am Leben und wieder Burti geheadshuttet. Ich sag ja, es wird mich nicht wundern, wenn er ein Bibel hasst. Das war jetzt auch schon so ein Punkt, da hat man in-game richtig gemerkt, wie salty sie schon sind und ich verstehe es auch. Ja, man sieht ja, sie haben sich beide schon gegenseitig angehittet, weil sie einfach ultra salty waren. Aber ich kann mich in ihre Lage voll reinversetzen. Ich hätte mich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch reported und Hacker gecallt. Weil es waren wirklich extrem viele Luckshots dabei.
Der eine ist da auch schon rausgegangen, der hat da auch direkt in die Tagebahn kassiert. Die sieht man hier jetzt im Chat leider nicht, weil der Chat ist ja ausgeblendet wegen der Aufnahme, aber eben erst raus und hat direkt eine 7-Tage-Bann kassiert. So salty war er. Weil ich meine, wenn man mal einen 7-Tage-Bann kriegt, dann geht man sowieso, ist man schon öfters aus dem Game rausgegangen. Und dann weiß man eigentlich, oh, ich stehe kurz davor, und da muss man schon extrem salty sein, um dann rauszugehen. So, jetzt nehmen sie eine Auszeit und jetzt geben sie dann auch gleich auf, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Wie gesagt, kann ich verstehen. 8-1, wir haben sie übelst rasiert. Mal sehen, warte mal, kann ich hier, die Stats werden ja noch angezeigt. 13-1-1 und der andere hatte 2 Kills. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr so Videos sehen wollen würdet, würde ich natürlich immer Daumen nach oben scheuen, Abo auch immer gerne, haut raus, Kommentare, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.